Das Steiermark 1 Magazin widmet Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. In jeder Beziehung zählen die Menschen. Ein Saugbagger stellt sich vor. Saugen statt Schaufeln lautet die Devise bei Einsätzen der Felbermayr Saugtechnik. Damit werden oftmals kraftraubende und personalintensive Tätigkeiten zur effizienten One-Man-Show. Möglich wird das durch die innovative Luftfördertechnik des Saugbaggerns. Dabei können Materialien wie beispielsweise Steine, Schotter, Erde, Dachkies, aber auch Schlämme, Zwischenbodenmaterial oder Bauschutt und Hackschnitzel staubfrei, kostengünstig und sicher abgesaugt werden. Der Saugbagger funktioniert nach dem Prinzip eines gigantischen Staubsaugers. Die zwei bzw. drei Ventilatoren erlauben uns das staubfreie Absaugen von Materialien. Anwendungsmöglichkeiten dafür sind unter anderem das Absaugen von Dachkies zur kostensparenden Sanierung von Flachdächern. Das Freisaugen verstopfter Hackschnitzelanlagen. Oder das Beseitigen von Bauschutt. Und das Freilegen von Zwischenböden. Aber auch zur Vorbeugung von Umweltschäden ist der rasche und effiziente Einsatz des Saugbaggers ideal. Umfangreiches Zubehör macht den Saugbagger aber auch zum unverzichtbaren Helfer im Tiefbau. Ergänzend zu unserem pneumatischen Spatenhammer sowie Schlauchverlängerungen bis zu 100 Metern ermöglichte uns unser Drehkranz das Herstellen von zylindrischen Bohrungen. Das verkürzt nicht nur die Arbeitszeit, sondern ermöglicht auch ein gefahrloses Freilegen bestehender Leitungen im Erdreich. Das Entleeren des Sammelbehälters erfolgt hydraulisch, wobei der Felbermayr-Bereich Saugtechnik und Abfallwirtschaft gerne auch für Fragen zur Entsorgung der anfallenden Materialien zur Verfügung steht. Kontaktieren Sie uns. Wir sind gerne für Sie da. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Leckerei Bachalwirt. Ihr Schlemmer- und Unterhaltungsparadies in Hengsberg in der Südweststeiermark. Essen, Tanzen, Feiern und das zu einmaligen Preisen. Täglich ab 8 Uhr früh. www.leckerei-bachalwirt.at. Ein dreifaches Jubiläum und das im Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen. Wenn das kein Grund zu feiern ist. 10 Jahre Hospiz, 10 Jahre Wachkoma und 150 Jahre Geriatrie waren für die geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz der perfekte Anlass, diesen besonderen Tag in der Albert-Schweitzer-Klinik mit einem Fest zu begehen. Dieser Tag ist eigentlich ein Fest der Freude und der Dankbarkeit, weil es hier Institutionen und Menschen gibt, die sich einbringen. Jene, die helfen, jene, die da sind, jene, die heilen, jene, die lindern und die Zeit haben, aber auch jene, die diese Hilfe brauchen. 150 Jahre gibt es diese Einrichtung. Wir haben eine Gesamtkette geschaffen, vom betreuten Wohnen bis zum Hospizbereich. Da sieht man, welches tolle Angebot hier
vor Ort ist und was die Stadt Graz also auch bereithält für die älteren Menschen in dieser Stadt, damit eine ordnungsgemäße und natürlich eine würdige Pflege bereitgestellt wird. Und die Türen in der Albert-Schweitzer-Klinik waren weit geöffnet. Tag der offenen Tür heißt, den Menschen zeigen, was haben wir als Angebot und vor allem, wie schaut es dort aus, wie ist die Stimmung in diesem Haus und muss man sich vor dem Älterwerden fürchten? Und dem wird in diesem Sinne entgegengewirkt, noch dazu mit einem Motto, dem Tag mit einem Lächeln begegnen. Das vielfältige Programm konnte sich sehen lassen. Es gibt immer wieder Vorträge in unserem Hörsaal und gleichzeitig Führungen durch unser Haus und man kann auch an bestimmten Alterstestungen teilhaben. Also es gibt also immer eine Dreiteilung des Programms. So gab etwa Gerontologin Erika Horn mit stolzen 93 Jahren Tipps zum aktiven Altern. Während seines ganzen Lebens muss man immer weiter lernen. Lernen zu leben. Und was euch noch mehr erstaunen wird, während des ganzen Lebens muss man lernen zu sterben. Als Mitbegründerin der Hospizbewegung und Grand-Dame der Geriatrie in der Steiermark ist sie ganz besonders stolz. Wir haben von der Hospizbewegung die Überzeugung, dass es auch ein stationäres Hospiz geben sollte. Und es war gar nicht selbstverständlich, dass sich dieser Gedanke durchgesetzt hat und auch die nötige Unterstützung erfahren hat. Und dass gerade im Sinn dieses ganzen großen Altersbogens auch hier das Hospiz einen Standort gefunden hat, halte ich für ganz wichtig. Über Menschen im Wachkoma und seine medizinischen Ursachen, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Behandlungsmöglichkeiten informierte Primar Dr. Gerald Pichler. Erst seit 10 Jahren ungefähr gibt es Initiativen für Menschen im Wachkoma. Das heißt, erst seit so kurzer Zeit werden diese schwerst betroffenen Menschen auf Spezialstationen behandelt. Bei Führungen bekamen die zahlreich erschienenen Besucher nähere Einblicke in die Stations- und Therapiebereiche der Klinik, wie etwa durch die Memory- und Tagesklinik. Wir haben immer so erstaunliche Ergebnisse. Also gerade heute habe ich wieder eine Patientin gesehen, vor einem halben Jahr noch im Wachkoma. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, in einer Woche werde ich sie nicht mehr erleben. Dann kam sie auf die Akutgeriatrie, wurde kardiologisch eingestellt. Dann vor wenigen Wochen in der Tagesklinik und heute lebt sie zu Hause, ist hochaktiv, geht einkaufen, genießt ihr Leben. Als Botschafterin zum Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen ist für Waltraud Klasnik das Leben eines Menschen das höchste Gut. Meine Botschaft ist das Leben annehmen, es ist ein großes Geschenk, aber annehmen bis zur letzten Stunde. Und dem Leben stets mit einem Lächeln begegnen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nichtsahnend in die Situation eines Ersthelfenden. Was tun Sie? Können Sie in der Aufregung und unter Druck sofort die überlebensnotwendigen Erste-Hilfe-Regeln abrufen und noch viel wichtiger, auch anwenden? Wir haben uns umgeschaut, wie sehr man sich auf unsere Mitmenschen verlassen kann. Ich muss zur Arbeit. Entschuldigung, ich habe im Moment echt keine Zeit. Erste Hilfe leisten. Wie funktioniert das? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Erste Hilfe leisten? Ja. Wie schaut das aus, wenn Sie Erste Hilfe leisten? Ja, ich würde mal sagen, mal schauen, dass die Atemwege frei sind. Wahrscheinlich mit der Herzmassage brauchen. Zunge frei ist? Ja. Ja, das sehe ich. Und wenn er nur, dass er nicht nur zusammengeweicht, der Stillstand ist, ja, dann massiere ich ihn. Ne? 30 Mal. Ich würde zuerst einmal die Rettung anrufen. 123? Da. 122. Ja. 144. Hat man nichts wahr? Keine Atmung? Keine Atmung. Da ist jemand neben Ihnen zusammengebrochen. Was tun Sie? Nicht erste Hilfe leisten, gell? Sollte ich. Ich würde zuerst schauen, wie es überhaupt ist. Nein, ich weiß nicht was. Wenn Blut rauskommt, Schreihilfe. Wenn Blut rauskommt? Ja. Nein, so rot Blut. Wie Ihr Haar? Ja, genau. Da rein. Ich schreie aber Hilfe, aber ich rufe an und ich schaue, dass Leute stehen bleiben. Das mache ich alles. Und wenn kein Blut rauskommt? Dann helfe ich. Gehen wir. So, soll ich Ihnen irgendwas abnehmen oder geht das? Tue ich da rein? Also ich würde dann, wenn kein Atem mehr ist, würde ich dann
auf den Brust dreimal drücken. Müsste ich ihn auf die Seite drehen, oder? Seitenlage, ne? Mhm. Oder? Wissen Sie schon, ob er ohnmächtig ist oder einen Herzstillstand hat? Weiß ich nicht, ne? Irgendwie so. Und dann pumpen wir sehr. Ja? Ha? Ja? Einmal pumpen, oder? Wie oft? Muss ich mich erinnern, kann 5-mal. Wie oft würden Sie das machen? Ich würde sagen 15 Mal. 5-6 Mal nehme ich an. Sie haben vorher was von 15 Mal gesagt. Aha. 21 Mal. Nicht so und dann gegen die Brust drücken. Aber im Stehen geht das nicht so gut. Ja, hinlegen und dann so. Ja, wie oft hättest du das machen? Bisschen am Puls füllen, vielleicht. Haben Sie da einen speziellen Punkt oder tun Sie da einfach beliebig? Über den Brustkorb. Dort, ich glaube dort, wo er flexibel ist. Jetzt habe ich auch vergessen zu mitzählen. Bewegt sich nichts, atmet nichts. Ja. Dann schauen wir, ob irgendwas im Mund hat. Ja. Wenn er was drinnen hat, die Seite drehen und einmal runter, ja. Also einmal raus. Dann beginne ich mit der Massage. Ja. Das heißt, 30 Mal und einmal beatmen. Was Gott. Entschuldigung. Danke, nein. Guten Tag. Entschuldigung, jemand ist gerade neben Ihnen zusammengebrochen. Was tun Sie? Helfen. Ja, wie schaut das aus? Ich habe leider Zeitnot. Sie haben keine Zeit zu helfen? Das ist eine gute Frage jetzt. In dem Fall, das ist eine wirklich gute Frage. Das stimmt. In dem Fall sollte man sich natürlich Zeit nehmen. Entschuldigen Sie, jemand ist neben Ihnen zusammengebrochen. Was tun Sie? Ich habe keine Zeit, bitte. Jemand ist zusammengebrochen. Entschuldigung. Könntest du uns das mal zeigen, ganz kurz? Nein, das würde ich nicht. Das würdest du nicht machen, selbst jemanden reanimieren? Doch, aber ich würde es jetzt nicht zeigen wollen. Baba. Aha, okay. Die erste Schwierigkeit hätten wir schon. Hoppala. Na, geht nicht. Jawohl, schon so, ja. So. Das auch noch. Mei, macht's mich fertig. Ja, ist das noch. Glaubt, dass das so richtig ist, oder so? Ja. Kopf überstrecken. Ja, alles. Ja, passt. So. Dreimal reinpusten. Und dann wieder versuchen, dreimal drücken. Aufheben, Nasen zu halten und einblasen. Wie oft? Also ich jetzt habe 10 Mal gemacht. 10 Mal. Wie oft würden Sie das machen? Auch wieder 5-6 Mal, oder? Was ist da jetzt eingefallen? Dass ich die Nase zuhalten muss. Überstrecken, Nase zuhalten. Ja, perfekt. Und zweimal kräftig einblasen. Und immer da hinschauen. Wo musst du hinschauen? Da am Brustkorb, ob sich was bewegt. Aha. Keine Zeit, nichts da. Ja, wenn jemand meine Hilfe braucht, dann bin ich schon da, aber es ist nur ein Puppen. Da ist aber jemand neben Ihnen zusammengebrochen. Wo? Da ist jemand neben Ihnen zusammengebrochen. Was tun Sie? Erste Hilfe leisten. Ich habe einen Kurs gemacht und ich schaffe das, bis wirkliche Hilfe kommt. Leider wirklich keine Zeit, es tut mir leid. Genau. Mal zur Puppe hin. Nein, ich mag die mit der Kamera nicht. Aber Sie haben so schön rote Haare. Sie könnten selber als Feuerwehr oder Rettung durchgehen. Neben Ihnen ist gerade jemand zusammengebrochen. Was tun Sie? Nein, wir können leider nicht, wir müssen es beeilen. Sie können nicht helfen. Es ist schon irgendwie schlimm, wenn man so eine Person am Boden liegen sieht. Ich arbeite spirituell, ich helfe gerne den Leuten, aber da diese Kraft habe ich einfach nicht. Ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen. Aber ich glaube, es kommt dann im Moment doch das Richtige, was du machst. Gell? Also ich finde das auch schrecklich, wenn die Leute weglaufen. Gell? Aber es ist immer, meistens auch jemand in der Nähe, aber alles, was man tut, ist besser, als was man nicht tut. Das Steiermark 1 Magazin widmete Ihnen die Steiermärkische Sparkasse.
Ihr regionaler Finanzpartner 150 Mal in der Steiermark.